sie nicht zu viel Energie verschwenden für die Umwelt. Was man da noch verbessern kann. Die Kinder sind da von der evangelischen Schule Berlin-Zentrum, von der Gustav-Falke-Schule. Beide haben gewonnen in der Klimaschule Berlin. Der erste Platz für die Gustav-Falke, der zweite für die evangelische Schule, die auch sehr Plan for the Planet engagiert ist. Vergessen Sie nicht, Punkte zu kleben. Die Faxe Ihnen gefallen. Zur Eröffnung des Abends erstmal möchte ich Tame und Messerschmidt begrüßen. Der Hintergrund von Artefacts ist Plan for the Planet. Das ist ein Projekt, wo Kinder und Jugendliche aus der ganzen Welt in jedem Land 1 Million Bäume pflanzen wollen. Wir in Berlin haben beschlossen und versprochen, 100.000 Bäume zu pflanzen. Wir haben das Geld für 90.000 schon zusammen und 36.000 insgesamt schon gepflanzt. Unser Motto ist: Stop talking, stop planting. Wir pflanzen bei Plant for the Planet aber nicht nur Bäume, sondern wir setzen uns auch politisch gesehen für das Klima ein und dadurch auch für unsere Zukunft. Und jetzt übergeben wir das Wort an Frau Schwan. Ich habe eine ganze Menge über dieses Plan for the Planet gelesen. Ich glaube, bis zum Oktober wart ihr bei 80.000, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Jetzt seid ihr immerhin bei 90.000, oder vielleicht war es auch bis August, das weiß ich nicht mehr so genau. Und das ist ja immer eine ganze Menge. Das heißt, das Ziel der letzten 10.000 ist durchaus realistisch. Ich bewundere, was da alles geschieht und vor allen Dingen auch die Aktivität derer, der Künstlerinnen und Künstler, die sagen, wir wollen damit anregen, dass etwas geschieht in dieser Welt. Wir bedanken uns heute mit diesem Buch. Ja, das ist ein ganz besonderes Buch, das heißt Bäume retten die Welt. Noch ganz druckfrisch eigentlich, das ist zum Vision Summit erschienen. Und die Unterschrift ist: 3 Bäumepflanzer verändern das globale Bewusstsein. Viel Freude mit dem Buch. Herzlichen Dank. Wir fangen jetzt an, die Faxe einzusammeln und dann werden die hier aber auch nochmal groß vergrößert für euch, damit ihr genau seht, was ist. Und dann geht die Versteigerung los. Sie sehen das erste Artefakt im Original in meiner linken Hand hängt, dort groß hin projiziert. Der Startpreis liegt im Allgemeinen bei 5 Euro. Wir sind bei Lara Luna Ehrenschneider, Schülerin aus Berlin, Klimabotschafterin von Plant for the Planet und Urheberin dieses Artefaktes. 13 Bäume, 15 Bäume, 15 Euro. 17 Euro, 17 Euro zum erst 19 Euro sind geboten. Wir nähern uns einem kleinen Wald, schön, 19 Euro sind geboten. 19 Euro zum ersten, 19 Euro zum zweiten und 19 Euro zum dritten verkauft. Die Damen hier. So kann das weitergehen. Das ist gut. Guter Anfang.